Circa 250 Anhänger der rechten Szene demonstrierten vor der JVA in Brandenburg. Die teilweise aus dem Ausland angereisten Demonstranten forderten Meinungsfreiheit für ihre Kundgebung. Einige der Anhänger schienen allerdings ein Problem mit der Pressefreiheit zu haben. Immer wieder griffen sie zur Linse der Kamera, Beobachter schienen unerwünscht. Warum machen Sie denn das hier? Warum? Wir müssen ja nicht filmen. Der Hintergrund. Sie forderten Freiheit für den Ex-Rechtsanwalt Horst Mahler, ein Leugner des Holocaust. Mahler war Mitbegründer der RAF, später widmete er sich rechtsextremen Themen. Er vertrat die NPD im Verbotsverfahren als Anwalt. Dazu kamen verfassungswidrige Aktivitäten. Horst Mahler sitzt wegen Volksverhetzung und Holocaustleugnung in der Brandenburger JVA eine 12-jährige Haftstrafe ab. Das Perfide an der Veranstaltung, die auch seitens der Gedenkstättenstiftung bereits im Vorfeld verurteilt wurde, es ist ein Aufmarsch rechter Kräfte vor einem ehemaligen Zuchthaus, in dem rund 2000 Menschen zwischen 1940 und 1945 durch die NS-Justiz mit dem Fallbeil hingerichtet wurden. Die Gegendemonstranten waren deutlich weniger. Zu Zusammenstößen kam es aber nicht. Es blieb weitgehend gewaltfrei. Allerdings wurden bei Polizeikontrollen Äxte, Pfefferspray und Messer bei Anhängern der rechten Szene entdeckt und sichergestellt. Eine spontane Verkehrsblockade von rund 70 rechtsextremen Anhängern in der St. Annenstraße löste die Polizei anschließend auf. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten wurden polizeilich festgehalten. Bei dem Polizeieinsatz nahmen rund 200 Beamte teil.